Hallo liebe Rattenhorde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Ja, wir haben genau hier aufgehört letztes Mal. Okay. Und wir wollen da jetzt rein. Unbedingt wollen wir da jetzt rein. Warum bist du nicht mal fünf? Okay. Wollen wir die auf drei. Sehr schön. So. Rein in die Höhle. Bin ich mal gespannt, was uns hier heute erwartet. Oh, es ist dunkel. Was haben wir denn hier? Jede Menge Krimskrams. Liegt hier zufälligerweise was? Das sieht so nach Lufttank. Sehr cool. Taucherbrille. Taucheranzug aus. Davon haben wir genug. Liegt hier zufälligerweise was zu essen? Wir haben erstmal was zu lesen. Okay. Sehr cool. Jetzt wissen wir, warum die hier sind. Warum habe ich Blödmann eigentlich die Axt immer noch ausgewählt? Das riecht doch schon wieder nach Babys hier. Das heißt, Red Boy hat ja gelernt, wie man damit umgeht. Irgendwie war der Witz beim ersten Mal lustiger. Da kommt noch eine hinterher. Die hat mich jetzt in der Tat erschreckt. So, hier kommt uns doch jetzt bestimmt irgendwas entgegen. Ich gucke zwischendurch immer noch mal ganz gerne auf meinen OBS-Bildschirm, weil es da ein bisschen heller ist. Also die Höhlen sind schon extrem dunkel. Das sieht cool aus. Ohne Taschenlampe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es hier Taschenlampen gibt. In diesem Spiel. So, vielleicht halten wir uns gar nicht so lange auf mit Ressourcen sammeln, weil eigentlich sind unsere Taschen voll. Okay. Joa. Oh, hallo. Daneben. Ah, da kommt noch einer. Oh, jetzt hat Red Boy ja verzogen, ey. Oh, das sind ja zwei. Alter Verwalter. Moment. Bam. Boah. Der ist aber geflitzt jetzt. Aber wir schwimmen leider zwischendurch auch. Nein! Ich weiß immer noch nicht, wo der Speer hinzielt. Das ist so Schiete. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt einen weißen Punkt, der mir erklärt, wie das hier geht. Ah, jetzt komme ich da nicht ran, wa? Doch. Warum kann ich den nicht mehr leben? Das ging doch vorher. Vor allem, der lässt auch nicht mehr locker. So. Anpieksen.
Therapeuten. Ich sehe da vor mir. Nee. Kann man den kaputt pieksen? Nee. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er hin. Okay. Dann häuten wir den jetzt mal dazu. Heute anziehen. Klick. Oh, haben wir aber doch einige erlegt hier. Mit der Bombe, die wir vorhin gezündet haben. Hm. Dann sind das ganz schön viele, die hier rumlaufen, wa? Vielleicht sollten wir mal ausrüsten. Mal ein bisschen Licht machen. Damit wir auch sehen, was hier passiert und unsere Rüstung anlegen. Boah, ich habe schon das eigentlich ziemlich runtergeschraubt hier, die Geräuschkulisse, aber das Wasser ist echt zu laut, Jungs. So, wo sind denn die jetzt hin, die Jammerlappen? Da ist irgendwie was. Die hängen hier fest. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn wir die jetzt angezündet hätten, ob die dann da wieder rausgeglitscht wären. Lustigerweise gesehen hätte ich sie, glaube ich, ohne die Flare jetzt nicht. Also die Leuchtfackel. So. Da hängt ein Paddel. Achso. War hier jetzt noch was? Nee, ich glaube nicht. Ich habe ja das Gefühl, dass wenn wir jetzt schon Luftflaschen gefunden haben, dass wir hier eventuell auch den Taucheranzug finden. Hier gibt es Knochen, da geht's nach oben mit Knochen. Dann gehen wir doch erstmal nach links, oder? Hier kommen wieder Fledermäuse. Hier ist auf jeden Fall arschdunkel. Hm. Und hier ist es arschnass. Einfach nur, damit wir ein bisschen mehr auch im Dunkeln gucken können. Okay. Was passiert hier? Auch keine Steine mehr. Ich brauche auch kein Seil mehr.
Was liegt hier? Beine? Noch mehr Beine? Hier liegen ganz viele Knochen. Können wir endlich mal was essen? Haben wir noch Materialien für einen Molotow? Können wir noch mal was essen? Ach nee, was trinken. Auch nicht schlecht. Wisst ihr, was wir hier haben? Den Taucheranzug. Sehr cool. So, die Frage, wo ist er? Da. Okay, jetzt haben wir ihn an. Da schwimmt ein Hai. Ach du Scheiße. Ich habe da irgendwie so einen Trick gesehen. Ich hatte echt keine Ahnung, dass es hier ein Hai gibt, aber man kann... Was? Ja, gut. Das war der eigentliche Plan. Frage ist nur, wie geht das? Ich dachte, die kann man werfen. Dann passiert hier nämlich was Cooles. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir mit dem jetzt irgendwie tauchen müssen. Die scheinen auch nicht giftig zu sein. Aber wie werfen wir die? Wenn ich jetzt Rechtsklick mache, dann esse ich das. Vielleicht so. Nee. Ach so, also doch. Links halten und dann wegwerfen. Was ist denn jetzt der Hai? Ich bin ja froh, dass ich den gesehen habe, ne? Okay, wollen die Haie hier nicht, oder was? Ist denn da drüben noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Jetzt hat er ihn genommen. Ich habe doch gerade einen Arm aufgehoben. Wo ist denn da hin? Dieses Inventar, das ist einfach nur riesengroß. Oh wow, wir haben hier sogar noch mehr, als ich gedacht habe. Der Arm ist irgendwie weg. Da ist er. Jo, tschüssi, hi. So, jetzt muss man hier bestimmt irgendwo lang. Weil sonst gäbe es dieses Minigame mit dem Hai nicht. Okay. Wir sind hier schon ein wenig orientierungslos. Also so viel heller mit dem Ding ist es jetzt nicht. Ihr seht natürlich wie immer mehr als ich.
Ja, cool. Die Anzeige ist cool. Ich muss den neuen Helm nicht die ganze Zeit tragen. Das ist auch sehr cool. Also auch wenn ich außerhalb des Wassers bin. Huch. Was ist denn jetzt kaputt? Bin ich gerade orientierungslos? Ah ja, jetzt sind wir wieder fertig. Und Kelvin wartet am Strand auf uns. Warum auch immer. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Da ist die Höhle. Aha. Hallo, Herr Kelvin. Jetzt müssen wir noch den anderen Weg da gehen. Ich hoffe, dass die Höhle jetzt nicht neu geladen hat. Ah, hier haben wir auch eine Sauerstoffanzeige. Das ist sehr cool gemacht. Ich möchte aber nichtsdestotrotz erstmal speichern. Da liegt noch unser Stückchen von vorher. Jetzt weiß ich nicht, ob die neu gespawnt sind. Ich hoffe ja nicht. So lange waren wir nun auch nicht weg. Aber es kann passieren. Das ist mir in der großen Höhle übrigens auch passiert. Da bin ich irgendwo stehen geblieben und plötzlich war wieder alles voll mit Viechern. Muss auch ehrlich sagen, ich fand das gerade ein bisschen doof aufgeteilt. Hier waren ja nur echt extrem viele. Und die Leichen sind auf jeden Fall weg. Hier waren extrem viele und vorher halt keine. Obwohl mit dem letzten Update haben sie wohl die Masse hier, was das angeht, warum habe ich denn die vorhin eigentlich nicht mitgenommen? Haben sie die Masse ein bisschen reduziert? So. Jetzt wollten wir hier hoch. Was könnte hier oben noch passieren? Wir werden auf jeden Fall gleich von Fledermäusen erschreckt. Das weiß ich jetzt schon. Oder Babys. Eins von beiden kommt gleich. Oder es kommt nichts. Doch. Zack, zack, zack. Es ist echt mal erstaunlich, wie nützlich der Speer mal ist. Ich habe den Speer im normalen Forest, also wirklich, weiß ich nicht, vielleicht ein Viertel der Zeit benutzt. Klick. Und hier ist es nur fast schon meine Hauptwaffe. Liegt aber auch daran, dass alles andere, was wir haben, relativ nicht nutzlos ist, aber anders ist. Boah. Die kommen aber auch immer aus dem Nichts. Ja, hau ihn. Boah. Das sind zwei. Warum zündet er denn nicht an? Wo bin ich? Wo stecke ich hier fest? Hä? Okay, wo sind die? Du brennst.
Oh. Jetzt können wir gleich unsere komplette Rüstung anlegen. Meine Güte. Das war ja mal ein Durcheinander jetzt hier. Das finde ich fies. Oh! Alter Schwede. Mann! Der lässt mich meine Angriffe nicht ausführen hier. Ey, das gibt es doch nicht. Wie gesagt, das finde ich gerade ein bisschen fies, weil du hast eine ganze Weile nichts. Und dann hast du plötzlich den Arsch voll mit ganz vielen und dann auch noch verschiedene Sorten. Das passt irgendwie nicht so ganz. Das finde ich ein bisschen dolle krass. Okay, mehr gibt's nicht. Blöd, Mann. Wenn es jetzt nur drei von denen wären, okay. Oder von mir aus auch zwei von den Fingerlingern. Aber das war dann doch schon ein bisschen krass. Weil das eine kann man blocken, das andere eben nicht. Das ist so ein bisschen durcheinander. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Hotbar ein leichtes, dolles Delay hat. Manchmal muss ich nämlich mehrfach auf die Knöpfe drücken. Ist denn jetzt hier noch einer? Vielleicht schmeißen wir mal so ein Ding hier hin. Es waren doch irgendwie drei, oder nicht? Kommt denn die Musik her? Was haben wir denn hier? Eine Granate. Moment, war das gerade ein Zweig? Hier kommt Musik her. Hier geht's nach oben, da hinten geht's nach unten. Okay. Cool. Jetzt wurden wir natürlich hier reingelockt. Ich weiß nicht, ob wir dadurch jetzt hier irgendwo was verpasst haben. Nee, wir gehen erstmal da hinten runter. Ganz eindeutig. Da müssen wir zuerst hin. Licht, Kamera, Action. Ja, gut. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Okay, mein Fehler. Aber immerhin, wir haben eine Leuchtfackel zurückgekriegt. Ja, ich weiß, der Rapboy, der wackelt immer hin und her zwischen Englisch und Deutsch. Weil mir einfach manchmal die deutschen Worte für bestimmte Sachen nicht einfallen. Ich habe Forest halt auch auf Englisch gespielt. Nee. Spiel mal Tennis mit den Viechern. Ich weiß gar nicht, ob es hier den Tennisschläger gibt. Ich habe immer ganz gerne mit den Babys Tennis gespielt. War's das oder ist hier noch eins? Das ist schon tot. Da ist noch eins.
krabbeln aber auch mies. Ich weiß gerade gar nicht, an welchen... Warum? Treffe ich dieses blöde Mistvieh nicht? Ich weiß auch nicht, an welchen Film mich das hier gerade erinnert. Da gab es auch so Viecher, die so komisch rumgekrabbelt sind. Ich meine zum einen in dem Film Wir, der kleine Junge, der mit der Maske, glaube ich. Der ist auch so ein bisschen so rumgekrabbelt. Ist jetzt tot? Der war aber nicht so gruselig. Ich finde es auch fast noch schlimmer, dass die dann streckenweise wieder langsamer werden. Was ist denn hier los? Was haben wir hier? Hier gibt es nochmal Alkohol. Achso, es war nur eine, ja. Was ist denn das? Okay. Also die Höhle, die hat sich schon mal gelohnt. Was gibt's hier? Ih, was ist das? Ach, ist das so ein Viech, was aus der Spalte kommt? So wie in der einen Höhle, wo wir waren. Wie, das war's? Muss ich jetzt wieder zurück, um hier rauszukommen? Was haben wir denn hier noch? Lederjacke. Hm, okay. Ja, liebe Ratnor, da wisst ihr Bescheid. Hier gibt's die Lederjacke, hier gibt's den... Was ist das? Da. Das Betäubungsgewehr. Na gut, mehr Pistole, ne? Ich würde mal sagen, das wird ein, das haben wir noch gar nicht ausgerüstet hier, ne? Das wird ein Taser sein. Eine Taser-Pistole. Hatten wir die nicht auf Null gelegt? So. Ja, sehr cool. Er hält sich auch wie so ein Gangster. Mega cool. Ja, wir haben jetzt leider nichts, um das zu benutzen. Ich gehe jetzt mal aus der Höhle raus. Wir sehen uns, wenn ich draußen bin. Da haben wir was. Hä? Ist der jetzt... Hat das jetzt gewirkt? Das hat mich jetzt gehauen. Aha. Funktioniert, aber muss man nach jedem Schuss leider nachladen. Seht ihr, jetzt sind die schon wieder respawned. Gefährlich, gefährlich. Oder der hat sich vorhin versteckt. Sehen wir gleich, wenn hier ein Fingerling ist. Nö, der muss sich versteckt haben. Oha, jetzt wird schon wieder dunkel. Guten Morgen, liebe Sorgen. Habt ihr auch schon wieder geschlafen? So, ausgerüstet. Kelvin ist auch hier um die Ecke. Aber ich möchte jetzt mal auf die Map gucken. Virginia läuft hier auch rum. Ach, da ist er ja. Was haben wir denn jetzt hier noch in der näheren Umgebung? Okay, vielleicht gehen wir mal zu dieser Höhle da hoch. Also einmal zu dem grünen blinkenden Punkt und dann zu dem anderen Ausrufezeichen und gucken uns dann mal da die Höhle an. Vielleicht gibt es da was Interessantes. Wo ist denn Kelvin jetzt? Ich wollte auch noch mal was ausprobieren mit dem Kumpel. Hä, wo ist denn der hin? Hä? Da, meine Güte. Jetzt will ich mal was gucken. Bleib mal stehen. Ja, cool.
Wir können ihm Sachen geben. Ach so, die hat er schon an. Cool. Wie so ein Lehrer. Ja, du darfst Lehrer sein. Sehr cool. Okay, dann müssen wir so ein bisschen dem Fluss hinterher. Vielleicht gehen wir mal weiter an dem, am Weg entlang. Da hat man ab und zu mal so Camps und sowas. Da ist noch ein Camp. Ich finde ja die... Also die Map ist riesengroß. Können wir uns nicht beschweren. Wir haben auf jeden Fall wesentlich mehr... Wesentlich mehr als bei The Forest. Aber... Und ich weiß, es ist noch Early Access. Braucht ihr mir nicht erzählen. Wir haben trotzdem... ziemlich viel Leere. Ich meine, ihr seht das nicht, weil ich das meist rausschneide. Aber ihr seht es ja auch daran, wie oft ich euch zurückhole. Halt die Schnauze. Weil einfach unterwegs nicht wirklich was ist. Mir kommen zwar sehr oft Kannibalen entgegen. Aber... da passiert irgendwie... Also ich krieg halt nur auf die Schnauze dann dementsprechend. Beziehungsweise die kriegen auf die Schnauze mittlerweile. Aber man geht hier wirklich sehr lange Strecken. Und wie gesagt, also gefühlt passiert einfach nicht viel. Es ist einfach nur ein Wald. Also es ist eine große Map. Ich finde es ein bisschen langgezogen dafür, dass es so eine große Map sein soll. Okay. Okay, hier gibt es anscheinend diesmal nichts. Beziehungsweise hier wird es schon was geben, aber hier ist keine Höhle oder so. Zumindest nicht, dass ich das irgendwo sehe. Jetzt will ich nicht spoilern. Aber ich mach's trotzdem. Aha, da ist das Symbol. Das Schaufelsymbol, das habe ich nämlich gesucht. Ich weiß nämlich, dass man hier buddeln muss. Ja, gut. Der Punkt hat sich nicht gelohnt. Ich hole euch zurück, wenn wir zu dem nächsten lila Punkt kommen. Boah, ey. Dass wir so rumbrüllen müssen. Wir haben hier das nächste Camp. Ja, dir geht's nicht so gut, ne? Ich frag mich ja... wenn hier überall Kannibalen rumlaufen. Warum? Lässt man dann sein Radio so auf? Nein. Ja, mega cool, die moderne Axt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die hätte ich gebrauchen können. Es geht ja viel, viel schneller. Das bringt Red Boy gerade so ein bisschen ein Lächeln auf den Mund. Können wir die nämlich auf 5 ausrüsten? Weil die kann man dann zur Not auch als Waffe benutzen. Blöd, Mann. Wo ist denn dein Kumpel hin? Sehr, sehr cool. Warum liegt da ein Kopf? Oh.
Blöd, Mann. Ist das so ein bisschen Genugtuung, aber das... Ja gut, nehmen wir mit. Kann man... Oh ja. Oh, das Böse. Geht das auch mit den Beinen und den Armen? Oh, oh. Okay. Ist noch mal was zu trinken? Hier hatte ich noch irgendwie was gesehen. Achso. Noch mal eine Folie. Batterien nehmen wir mit. War hier sonst noch was? Hallo, Professor Kelvin. Ich habe übrigens gemerkt, dass manchmal in den Zelten hier an den Ecken manchmal was ist. Da habe ich nämlich eine Winterjacke gefunden. So, jetzt macht das piep, piep, piep. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich hier die Wege abgehe, weil da halt ab und zu mal Zelte sein können. Das gefällt mir gut. So, das Piepen wird lauter. Wir kommen immer näher an diesen lila Punkt. Ist doch gar nichts. Oh. Ich wollte eigentlich nur die Flasche da weg haben. Muss ja jetzt da unten irgendwas passiert sein. Kommen wir hier sicher runter? Nein. Ah, so ein Pferd oder so ein Kamel wäre schon ganz cool, ne? Achso, jetzt geht ein Gewitter los. Und das Gewitter ist lauter als das Piepen von meinem Dings. Oh, hier liegt einer. Ein Peilsender aufgehoben. Jawohl. Oh, finde ich das gut. Heute ist der Tag der Genugtuung. Ich glaube, wir haben jetzt auch genug für die heutige Folge. Wir bleiben mal genau hier und machen dann genau hier beim nächsten Mal weiter und gucken uns dann weitere Höhlen an. Jo, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin RedBoy3K. Schaut mir live auf Twitch zu oder folgt meinen Social Medias. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Tschö!